Mit anderen Worten, du bist hier ganz genau richtig, wenn du spürst, dass in dir noch viel, viel mehr verborgen ist als das, was du bis eben lebst. Wenn du genau weißt, da gibt es irgendetwas in mir, was noch entdeckt werden möchte und ich lebe nicht das Leben, das wirklich zu meiner Seelenaufgabe passt. Und vor allem, wenn du mal der Freude, der Spaß, dem Spaß, der Leichtigkeit wieder einen viel größeren Platz in deinem Leben einräumen möchtest, weil du auch spürst, dass es einfach nicht sein kann, so viel Zeit an einem Arbeitsplatz zu verbringen oder mit Dingen zu verbringen, die dir mehr Energie rauben, als dass sie dir schenken. Auch wenn dein Kopf jetzt gerade rebelliert und sagt, ja, die hat ja gut reden, wie sollte das funktionieren? Ich verstehe dich so gut, mein Kopf hat da mal genauso rebelliert. Wir haben es einfach nie anders gelernt. Das sind einfach Dinge, die hat man uns einfach nie beigebracht. Und deshalb, du erfährst jetzt hier heute Regeln, die ich mir irgendwann gesetzt habe, denen ich gefolgt bin und denen ich bis heute folge. Und da gibt es auch nach oben kein Limit. Diese Entwicklung, wie das Leben, ist immer eine Weiterentwicklung. Es geht immer weiter und nach oben sind nie Grenzen gesetzt, außer die Grenzen, die wir uns selbst hier in unserem süßen Kopf, ja, setzen. Und du bist hier auch richtig, wenn du schon ständig bis eben, bis gestern, die letzten Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, Neues ausprobiert hast, von Persönlichkeitscoaching und ja, mit Familien- und Ahnenaufstellungen schon vielleicht versucht hast, Knoten zu lösen, Gummibänder zu lösen. Aber nichts fühlt sich danach wirklich so richtig stimmig und gut an. Und wenn du jetzt endlich mal tiefer in deinen Plan eintauchen möchtest. Und vor allem, wie ich das so gerne nenne, mal die Essenz deiner selbst erkennen möchtest, diese Kraftquelle selbst, die in dir verborgen ist, die zum Sprudeln gebracht werden möchte, die ans Licht möchte. Und auch wenn dein Körper bzw. deine Seele dir über deinen Körper vielleicht schon das ein oder andere Krankheitsbild oder die ein oder andere Disharmonie schickt, um dich darauf aufmerksam zu machen, hey, korrigier doch mal bitte deinen Weg. Und wenn ich von Disharmonie spreche, da gehören auch die Dinge dazu, die du dir bis eben vielleicht erzählst. Naja, so im fortgeschrittenen Passalter, in Anführungsstrichen, ist das halt so, dass da dies oder jenes ist. Oder ich hocke den ganzen Tag am Schreibtisch, da ist das normal, wenn man Schulter-Nackenverspannungen hat. Es ist auch normal, dass man Kreuzschmerzen hat. Mal, dass man verspannt ist. Keine Ahnung, was auch immer, welche Geschichten wir uns erzählen. Was wäre, wenn es normal wäre, einfach nur gesund zu sein? Was wäre, wenn wir das mal in Frage stellen würden? Was wäre, wenn es tatsächlich einfach nur eine Botschaft von deiner Seele wäre, über deinen Körper, die mit dir kommuniziert? Hey, schau doch mal bitte hierhin. Warum du da bist, warum du eigentlich mal hierher gekommen bist auf diese wunderschöne Erde. Denn gerade mit Schulter-Nackenverspannungen kann ich dir nur mal, um das kleine Beispiel herauszunehmen. Ich sitze heute auch teilweise ganz, ganz viel am Computer, nicht weil ich es muss, sondern weil es einfach gewisse Dinge gibt, die zu meinem Seelenplan dazugehören, die ja, Ideen, die ich dann habe, auch umgesetzt werden möchten. Und da sitze ich teilweise am Computer einfach irgendwo, sei es auf der Couch oder am Wohnzimmertisch oder auch mal an einem Schreibtisch, aber ohne irgendwelche ergonomischen, wie nennt man das, Bürostühle und keine Ahnung, was es da so alles gibt. Und ich habe keine Rückenschmerzen mehr oder Nackenverspannungen oder ja, Schulter-Nackenprobleme, wie ich sie zuhauf zum Beispiel hatte, als ich noch im öffentlichen Dienst an einem Schreibtisch saß, der ergonomisch hergerichtet war, mit einem Bürostuhl, der auf den Körper abgestimmt war und.
das mal so ein bisschen als für dich zum Hinweis, letzten Endes, die Seele kommuniziert über deinen Körper mit dir und hat früher auch zuhauf mit mir über meinen Körper in der Richtung kommuniziert. Okay. Und damit, Klammer auf, Klammer zu, falls du ganz neu hier heute dabei bist, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich genauso wie du spürte, dass es im Leben mehr geben muss. War die erste Zeit, die ersten Jahre, als ich im öffentlichen Dienst diese Stelle bekommen hatte, total stolz auch auf diese Stelle. Nur im Laufe der Zeit fühlte ich mich einfach immer mehr fehl am Platz und spürte, das ist nicht mehr das, was ich wirklich möchte. Ich fühlte mich so, ja, wie so einen goldenen Käfig gefangen. Ja, habe mir zwar auch die Geschichte erzählt, okay, verdiene ganz gutes Geld, aber trotzdem, es war immer ja irgendwo ein Limit. Über ein Limit hinauszukommen, ging ja einfach nicht, geschweige denn, dass ich mir das Leben für mich, für die Familie hätte so frei gestalten können, wie ich es eigentlich wollte, weil nur 30 Tage Urlaub im Jahr, der dann auch geplant werden musste, wo jemand anderes natürlich auch zustimmen musste, darf ich dann Urlaub machen und. Kennst du alles, ja? Und wenn das irgendwo in dir Resonanz stößt, dass du sagst, ja, das würde ich auch mal gerne ändern, dann lass uns jetzt starten. Dann lass uns starten mit den paar goldenen Regeln, die ich dir heute mitgebracht habe. Und noch eines, bevor ich ein paar Regeln mit dir teile hier. Das Einzige, was zwischen dir und deinem Traumleben steht, also dem Leben, wie du es selbst gerne möchtest, das gilt es natürlich erstmal herauszufinden, dass du dir überhaupt mal klar darüber wirst, wie willst du leben, wo willst du leben, mit wem willst du leben, wie schaut dein Umfeld aus, wo wachst du morgens auf. Mein Traum war es immer, mich in erster Linie in warmen Gefilden aufzuhalten, wo ich auch ins Meer hüpfen kann. Wir haben hier gestern eine Segeltörn gemacht, wir haben Mitte Oktober. 25 Grad Wassertemperatur, sogar noch draußen auf dem Meer. Und wir hatten so ein bisschen Spaß gemacht. Der Winter fängt hier an, wenn wir so die 20-Grad-Grenze erreichen, dann sprechen die Zyprioten schon, oh, ist kalt, und ziehen schon Jacke und Weste und so weiter ein. Ja? Das ist etwas, wovon ich immer geträumt hatte, aber auch schon zu Zeiten, wo ich noch nicht mal wusste, wo Zypern liegt. Ja? Und das ist auch das Ding, das hast du, hörst du jetzt bestimmt von mir zum allerersten Mal, mit anderen Worten hast du bestimmt schon öfter gehört von mir, von anderen, dass du das Wie dem Universum überlassen darfst, sondern dass du dir erstmal das klar darüber werden, wie willst du leben. Und da geht es nicht darum, mich nachzuahmen, jemand anderen da draußen, den du wahrscheinlich auch beobachtest und denkst, wow, hat der es schön, hat die es schön, sondern so herauszufinden, wie genau willst du es leben. Es muss auch nicht damit verbunden sein, Deutschland zu verlassen, Österreich, Schweiz oder wo auch immer du zuschaust, wenn auch gerade diese Länder in der besonderen Zeit es einem, die wir jetzt haben, vielleicht ein bisschen schwerer machen, die Entscheidung zu treffen, zu bleiben. Aber das ist ein anderes Thema. Also finde heraus, wie du es wirklich haben möchtest. Und das Einzige, was dich davon trennt, ist die Geschichte, die du dir zwischen deinen Ohren erzählst. Die Geschichten, die bei uns hier tagtäglich bewusst und unterbewusst und unbewusst erzählen, dass das Einzige, was uns davon trennt, ist, das Leben so zu gestalten, wie wir es wirklich gerne möchten. Und da sind wir bei der ersten goldenen Regel. Ich würde dich gerne dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du ab sofort aufhörst, dich zu beschweren, zu jammern und vor allem dieses Wort beschweren. Wir können der deutschen Sprache so viel entnehmen, wie es das Wort schon sagt, wenn ich mich über irgendetwas beschwere, über die Situation, wie sie gerade da draußen ist, in deinem Umfeld, in deinem Land, aufgrund der besonderen Situation, egal was. Wir beschweren im wahrsten Sinne des Wortes, wir machen uns damit das Leben selbst schwer.
Weil darauf ist letzten Endes der Fokus gerichtet dann. Und allem, das sind auch Naturgesetze, über die wir hier sprechen, denen kann sich niemand von uns entziehen. Niemand. Wir alle sind ein Teil dieses großen Ganzen. Das heißt, für jeden, für absolut jeden von uns, bitte öffne dich mal dem Gedanken, also auch für dich gelten diese Naturgesetze. Und eines ist das Gesetz der Anziehung. Und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, worauf wir uns fokussieren, bewusst, unterbewusst oder auch unbewusst, vor allem auf dem Unbewussten liegt der Schwerpunkt. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. 95%, wie beim Eisberg im Meer, sind unbewusst. Das Unterbewusste und das Bewusste, das macht letzten Endes nur so die Spitze oben aus. Und alles, was wir tagsüber denken, bewusst, unbewusst, unterbewusst, das senden wir aus an dieses große universelle Feld. Und alles das bekommt Energie und kann wachsen, mit anderen Worten, Gesetz der Anziehung. Das ziehen wir in unser Leben. Deshalb die Einladung an dich, öffne dich dem Gedanken, ab sofort aufzuhören, dich zu beschweren, zu jammern, zu klagen und dich stattdessen auf die Lebenswirklichkeit zu fokussieren, wie du sie selbst wirklich haben möchtest. Und da geht auch der zweite Schritt schon mit einher. Öffne dich dem Gedanken, künftig darauf zu achten, viel mehr auf eine positive, förderliche Art und Weise auch zu sprechen. Weil das, was du aussprichst, hat ja auch eine gewisse Energie. Und auch das sendest du ins Feld, ins universelle Feld. Und dieses universelle Feld, ich gebe da immer gern so dieses metaphorische Beispiel, die Universumskellnerin, die steht abends da und schaut, was hat sie denn bestellt? Ah, sie hat sich da beschwert, sie hat sich da beklagt, sie war da im Mangel und, und. Sie könnte auch andere Dinge bestellen, aber okay. Ist ja nicht meine Aufgabe zu werten und zu urteilen, dann schicke ich ihr mehr davon. So simpel und einfach ausgedrückt funktioniert das Ganze. Deshalb ist es so wichtig, dass du auch darauf achtest, was du sprichst. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich dem Gedanken öffnest, auch ab sofort mal zu schauen, in welchem Umfeld du bist und welche Gespräche da stattfinden, über was da gesprochen wird und wie du da auch eintauchst und dich daran an den Gesprächen beteiligst und das auch ans universelle Feld aussendest. Wie bin ich damit umgegangen? Das würde ich dir auch gerne mit auf den Weg geben. Ich habe mir in der Richtung erstmal meine eigene Welt erschaffen, so Pippi Langstrumpf. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und wenn ich heute mal noch, das kommt zwar nicht mehr oft vor, aber wenn ich heute mal noch, und das war in meinen Anfängen ja verstärkt, dann irgendwo und vor allem als ich noch im Büro gehockt hatte und die Gespräche rundum gehört habe, wo es darum ging, nicht in die Eigenverantwortung zu gehen, sondern was alles falsch ist und, und. Was man einfach so in den Nachrichten ja immer so hört, um es so pauschal mal auszudrücken. Ich habe mich daran einfach nicht mehr beteiligt. Und wenn mein Kopf mir erzählt hat, das ist aber doch so, wie die da gerade sagen. Nein, will ich das glauben? Nein, ich wollte das nicht glauben, dass das auch für mich so ist. Sondern ich habe mich immer gefragt, was will ich jetzt glauben? Und habe geschaut, dass ich diese Themen immer weniger in mein süßes Köpfchen hier reinlasse. Und das ist das, wo ich dich auch gerne dazu einladen würde. Schau, was du ab sofort in deinen Kopf reinlässt. Stichwort Gedankenhygiene, metaphorisches Bild. So wie du morgens aufstehst, unter die Dusche hüpfst und den Körper reinigst, schau auch so, was du sprichst, welche Gespräche du in deinem Umfeld führst. Und dann geht es auch nicht darum, da missionarisch unterwegs zu sein, hey, ich weiß es besser, mach so und so und so, weil damit stößt man auch gegen die Wand quasi. In der Richtung habe ich auch schon viele versucht, in Anführungsstrichen, so in meinen
in meinen Anfängen, wo ich gedacht habe, wow, das sind Naturgesetze und denen unterliegen wir alle. Und jetzt brauche ich nur die Aufmerksamkeit in die Richtung zu lenken, wo ich wirklich hin möchte. Und das müssen doch jetzt alle wissen, das muss doch auch mein ganzes Umfeld wissen, weil die will ich ja da alle mit ins Boot nehmen. Wir dürfen jedem erlauben, das zu wählen, was er wählt, wann er es wählt, wie er es wählt. Das heißt nicht, dass wir jeden aus unserem Umfeld auch gerne mit in unserem neuen Lebensboot haben möchten. Aber nicht jeder wird mitkommen wollen. Und ja, bei dem einen oder anderen, das tut natürlich ein bisschen weh und schmerzt vielleicht auch mal. Dafür kommen viele andere wunderbare Menschen in dein Leben. Und die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, die werden eh mit dir im Boot sein, früher oder später. Ja, mein Wunsch war es immer, mit der gesamten Familie ein freies Leben zu führen, mit meinem wunderbaren Mann, mit unseren wunderbaren Kindern und vor allem ihnen das auch mit auf den Weg zu geben, dass es wirklich darum geht, dem Herzen zu folgen. Und das geht nur, wenn du dir heute erlaubst, vorzugehen. Wenn du dir erlaubst, vorzugehen. Und dich auch, nächste Regel, dich wirklich dazu bereit erklärst, dich dazu committest, um es im neudeutschen Computermedienfachjargon auszudrücken, dich dazu committest, wie du selbst es wirklich haben möchtest. Und auch bereit bist, damit einhergehend wundersame Dinge geschehen zu lassen. Was meine ich damit, mit wundersamen Dingen? Das sind die Dinge, wo wir sagen, wow, wie viele Türe und Tore und Möglichkeiten haben sich jetzt geöffnet. Wie viele Möglichkeiten sind in mein Leben gekommen? Wie hat der Weg sich geebnet? Welche Wunder sind da geschehen? Wenn ich zurückblicke auf die letzten 5, 6 Jahre, wie viele wundersame Dinge sind da geschehen, die hätte ich mit meinem Kopf auch nicht mehr vorstellen können. Das ist damit gemeint, dass wie das Universum agiert, wie es dir die Möglichkeiten schickt, wie du durch die Türen durchgehen kannst. Das ist Sache des Universums. Und letzten Endes, wir alle haben einen freien Willen. Du darfst dann entscheiden, okay, da ist eine Tür aufgegangen, gehe ich da durch. Und Achtung, was da so diese feine Gratwanderung ist, tatsächlich durch die Tür durchzugehen, diese Tür, die das Universum dir geöffnet hat, wo du siehst, ja, dass wenn ich da durchgehe, dann komme ich meinem Seelenplan, meiner Lebensaufgabe viel, viel näher, dann folge ich dem Ruf der Seele. Aber, nee, kann ja nicht sein, das macht mir Angst. Das macht mir total Angst, das sind so viele Widerstände gerade in mir. Das fühlt sich gerade auf der anderen Seite auch nicht gut an. Das ist das Ding, wo die meisten scheitern. Warum? Weil sie sich dann die Geschichte erzählen, dann wird es ja ganz leicht gehen, dann wird es ja ganz leicht alles zu mir kommen. Weil das Ding ist, wenn du dir dein Leben so gestalten möchtest, wie es wirklich zu dir passt und dem Ruf deiner Seele wirklich auch folgen möchtest, dann verlässt du die Komfortzone. Im wahrsten Sinne, dann geht eine Tür auf und du darfst entscheiden, da durchzugehen. Dann verlässt du die Komfortzone in Form von dem Raum, in dem du dich gerade befindest, wo, ja, wenn ich an das Täubchen nochmal denke heute Morgen, das Nest ist so langsam ja auch ein bisschen unrein geworden. Es ist noch kuschelig warm da drin, aber es wird Zeit, das Nest zu verlassen, um in die Freiheit zu gehen. Ich habe bei mir das früher immer so genannt. Ich stecke zwar irgendwo im Schlamassel drin, aber ich habe es mir auch gemütlich gemacht, auch wenn ich es eigentlich so nicht haben will. Und das ist das, was so auf der anderen Seite auch wieder so das Gefühl verursacht. Angst in der Kehle schnürt mir irgendwas zu oder ich habe Bauchschmerzen oder mein ganzes System rebelliert, weil es jetzt darum geht, auch in mich zu investieren, vielleicht auch einen Betrag in mich zu investieren, den ich noch nie investiert habe. Dann setzt der Kopf ein, ich habe in der Vergangenheit schon so vieles ausprobiert, in mich investiert, hat alles nicht funktioniert, jetzt muss ich es alleine versuchen und, und. Das sind die Dinge, wo die meisten dann wieder sich dafür entscheiden, Tür zu.
Und dann sagt das Universum wieder, okay, sie scheint noch mal eine Runde drehen zu wollen, dann lassen wir sie. Da ist auch nichts falsch dran. Ich möchte es dir nur bewusst machen, wie wir uns verhalten, wie ich mich ja zuvor, bevor ich gekündigt habe, aus freien Stücken nach 30 Jahren, kannst du dir vorstellen, wie das Umfeld gedacht hat, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das hat mir auch tatsächlich der ein oder andere gesagt. Du brauchst doch hier nur noch 2, 3 Jahre durchzuhalten, dann gehst du in Vorruhestand. Das ist doch alles gut. Nein, es war für mich nicht gut. Ich wollte da raus. Und zwar jetzt, weil das Leben jetzt stattfindet und nicht im Morgen oder übermorgen oder in ein paar Jahren. Jetzt. Also erlaub dir die Bereitschaft, die tiefe innere Bereitschaft, wundersame Dinge tatsächlich geschehen zu lassen. Was ist jetzt hilfreich für dich? Noch ein paar Regeln, um dich wirklich auf den Weg in dein traumhaftes Leben zu begeben, so wie du es wirklich haben möchtest. Indem Einladung an dich, du ab sofort, morgen früh oder auch nachher gerne nach dem Live jetzt hier heute Morgen mal ins Badezimmer gehst, in den Spiegel schaust und das in der Zukunft bitte nur noch in den Spiegel schauen, dahingehend, dass du dir mal liebevoll in die Augen schaust und die Aufmerksamkeit mal auf drei Dinge richtest, die du schön an dir findest, die du gut an dir findest. Weil das ist nichts anderes, als auch dieses Ding mal zu drehen. Bislang schaust du dich in den Spiegel und siehst, keine Ahnung, ein graues Haar oder eine weitere Falte oder steigst vielleicht sogar noch auf die Waage, die sagt dann, ah, oh, da sind wieder 500 Gramm mehr dazugekommen oder ein Kilo. Und schon bist du wieder voller Bewertungen und Verurteilungen über dich. Was wird geliefert vom Universum? Mehr davon. Deshalb schau dir im Badezimmerspiegel in die Augen, such dir drei Dinge aus, jeden Tag auf ein neues, wie du schön an dir findest. Was wird dir dann wohl geliefert? Noch mehr Schönheit. Und wenn du es noch verstärken möchtest, dann klopfst du hier mal die Thymusdrüse. Die liegt hier so in der Mitte, handbreit über dem Herz. Chakra, klopfst dir die Thymusdrüse und sagst dir zum Beispiel auch mal, ich bin ein Geschenk für diese Welt. Wenn das zu heftig ist, dann formulier den Satz gerne ein bisschen lockerer. Ich öffne mich dem Gedanken, dass ich ein Geschenk für diese Welt bin. Ich gehe meinen eigenen authentischen Weg. Ich erlaube mir, die Dinge zu machen, die mir wirklich Freude machen. Und ich erlaube mir auch damit, Geld in mein Leben fließen zu lassen. Da sind wir natürlich auch bei dem Thema, sich den Glaubenssätzen mal zu widmen. Ich kann nur auf die und die Art und Weise meinen Lebensstandard halten. Ich kann nur auf die und die Weise Geld verdienen. Mit dem, was mir wirklich Freude macht, mit dem, was ich mit hierher gebracht habe, an Potenzial, an eigenen Gaben, an Kreativität, an meiner Einzigartigkeit. Damit kann ich ja kein Geld verdienen. Dahinter verbirgen sich natürlich auch so Dinge, Geld zu verdienen muss hart sein, muss schwer sein oder ich muss irgendwo, das ist auch etwas, ich muss erstmal irgendwo eine Ausbildung machen, egal was, sei es jetzt so das Klassische, was wir aus unserem Bildungssystem her kennen oder wenn du dich vielleicht schon mit dem Gedanken trägst, auch als Mentorin, als Coach, als Trainerin oder was unterwegs zu sein, ich muss erstmal eine Ausbildung als Coach machen, weil jemand anderes muss mir ja bescheinigen, hey, du hast an dem Tag die und die Aufgaben so und so erfüllt, perfekt, jetzt ist hier Zertifikat, jetzt darfst du rausgehen damit. Wer stellt denn die Regeln auf? Und wir sprechen ja hier nicht davon, als wenn du als Ärztin oder als Chirurgin oder als keine Ahnung was unterwegs sein willst, sondern wir sprechen hier von deiner Einzigartigkeit, von deinem Potenzial, von deinen Gaben. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass jemand anderes, ein Institut oder wer auch immer das ist,
die Erlaubnis geben muss, mit so einem Wisch, wo drauf steht Zertifikat, Datum, Unterschrift, vielleicht noch ein schönes Siegel drauf ist, damit du dir erlauben kannst, erst mit dem, was dich ausmacht, der Beitrag für die Welt zu sein, nach dem Motto, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Und egal, wer rund um dir bis eben schon erzählt hat, mit dem, was du machen möchtest, wenn du schon Ideen dazu hast, kannst du kein Geld verdienen oder guck da mal den und den an, die hat das auch schon mal probiert. Oder da gibt es doch schon so viele da draußen mit dem Thema. Was willst denn du jetzt noch mit dem Thema? Wie oft gibt es dich auf dieser Welt? Einmal. Mit anderen Worten, du bist doch einzigartig mit deiner Botschaft. Und die Welt braucht dich da draußen. Gerade jetzt. Das, was die Welt jetzt am meisten braucht, sind Problemlöser. Und in dir steckt ein Thema, auch wenn es dir bis eben nicht bewusst ist, wo du für, mit, nicht für, sondern mit jemand anderem, die genau dieses Problem hat, diese Herausforderung, wo du die allerbeste Begleiterin für bist. Darf ich dich dazu einladen, dich diesem Gedanken zu öffnen? Schenk mir mal gerne ein Herzlein, wenn du so ein bisschen spürst, ja, ich weiß zwar noch nicht so genau wie, und irgendwie, was die da redet, ist noch ein bisschen suspekt, aber irgendwie macht es was mit mir. Meine Seele, mein Herz, die sagen schon, ja, das ist schön, das ist schön, das fühlt sich gut an. Dann schenk mir gerne mal ein Herz. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib es ins Kommentarfeld. Ich schaue da nachher gerne auch drauf und gehe noch auf Fragen ein. So, nächster Punkt. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ganz, ganz wichtige Regel. Meine Vergangenheit definiert nicht meine Zukunft. Öffne dich dem Gedanken. Meine Vergangenheit definiert nicht meine Zukunft. Egal, was bis gestern, bis eben war, egal, was in deiner Kinderstube oder wo auch immer in deinem bisherigen Leben dir, wie sage ich das, passiert ist, oder ja, nennen wir es so, passiert ist. Solange du dir Geschichte erzählst, weil das und das ist, kann ich das und das nicht, wird dir mehr davon geliefert. Machst du Schranke zu. Solange du dir die Geschichte erzählst, das höre ich auch so oft, ich muss jetzt, Zähne ist auch ein wunderbares Beispiel. Die Seele kommuniziert, wenn wir nicht auf sie hören, die wird sehr kreativ, die vereint sich mit dem Körper in dem Sinne, metaphorisch jetzt gesprochen, es gibt da so das schöne Sprichwort, wo die Seele zum Körper sagt, geh du vor, auf mich hört er nicht, er ist der Mensch gemeint. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören. Das Ding ist nur, wir haben ja nie gelernt, diese leise Sprache unserer Seele zu verstehen. Wir haben gelernt, die Verantwortung abzugeben. Da ist auch nichts falsch dran. Ich möchte das nicht jetzt ver- oder beurteilen. Ich möchte ja damit nur mal die Augen öffnen, in welcher Denkschiene, in welcher Richtung wir gelernt haben zu denken und zu gehen. Und wundern uns dann, warum im Außen unsere Lebenswirklichkeit nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Und bewundern andere da draußen, wie ich das ja früher auch gemacht habe. Die leben frei, die machen das, was ihnen Freude macht, die verdienen zudem noch viel mehr Geld. Wie machen die das? Das wollte ich wissen. Könnte ich mir es für mich vorstellen? Nein, aber ich wollte es wissen. Ich wollte auch dahin. Und so kommuniziert, dabei war ich stehen geblieben, unsere Seele unter anderem auch über die Zähne mit uns. Zähne knirschen, Zahnfleischbluten, Parodontitis, Schmerzen, was auch immer. Oder auch sonstige Disharmonien im Körper überhaupt. Ich muss jetzt erstmal noch meine Zähne in Ordnung bringen. Ich muss jetzt erstmal noch ja, die orthopädische Behandlung erstmal noch irgendwie finanziert kriegen. Ich muss jetzt erstmal noch dies oder jenes. Da verhalten wir uns letzten Endes so, metaphorisches Beispiel, das heißt nicht, dass man, wenn man da ein Problem mit irgendwas hat,
Und zum Arzt gehe, sei es jetzt zum Kieferorthopäden oder zum Zahnarzt oder zu einem anderen Arzt, Facharzt, dass man das nicht soll in Ordnung bringen lassen und sich dabei helfen lassen, dieses körperliche Symptom nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Das will ich damit nicht sagen. Und letzten Endes gilt es gleichzeitig aus meiner Sicht, aus der Erfahrung mit mir selbst vor allem auch, mir nicht die Geschichte zu erzählen, erst muss das und das noch gemacht werden und dann, weil was, wenn dann, wenn ich das dieses wenn dann in mein Leben lasse, dann kann ich mich mein ganzes Leben mit beschäftigen, Symptome zu reparieren, ähnlich wie wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und die Ölkontrollleuchte geht an, die rote Ölkontrollleuchte geht an, weil im Motor etwas fehlt, im Getriebe, im System etwas fehlt und ich hole ein Pflaster und klebe das Pflaster drauf aufs Armaturenbrett, damit ich ja, die Kontrollleuchte nicht mehr sehe und fahre weiter. Irgendwann werde ich mit dem Auto liegen bleiben, bleib stehen und dann geht gar nichts mehr. Das war's dann. Und das ist das, wie wir uns verhalten, wenn wir immer am Reparieren sind, immer am Bekämpfen von Symptomen, egal in welchem Bereich es auch ist. Und die Botschaft, die dahinter unsere Seele uns schickt, das Leben uns schickt, hey, begib dich doch auf deinen Weg deines Herzens, folge doch dem Ruf deiner Seele. Mach doch dein eigenes Ding. Leb doch endlich dein Leben so, wie du es eigentlich möchtest, für dich, für die Familie, für die Kinder. Sei doch endlich mal das Beispiel, was du sein möchtest, das Vorbild. Und so gesehen definiert die Vergangenheit niemals deine Zukunft. Was wäre, wenn du dich heute dem Gedanken öffnest, 10. Oktober, heute ist der allererste Tag auf dem Weg in das Leben, wie ich es gerne wirklich haben möchte. Und bereit bist, dann auch die Tür, der Spalt, der da ist, auch wenn es sich unangenehm anfühlt, auch wenn dein System rebelliert. Aber wenn du heute deine Komfortzone, diesen Raum verlässt und Flücke wirst, wie das Täubchen hier vor der Tür, das vielleicht nachher schon immer im Nest hockt und Flügge geworden ist, weil die Mama es dazu ermutigt hat, jetzt Flügel ausbreiten und fliegen. Was wäre, wenn heute für dich auch der Tag wäre, Flügge zu werden? Denn du kannst jederzeit neu wählen. Immer. Erinnere dich, alles, was du dir hier an Geschichten erzählst zwischen deinen beiden Ohren, das sind alles die Geschichten, die du beim Universum bestellst. Und wenn du bis eben jetzt gemerkt hast, du hast in diesem Universumsrestaurant Dinge bestellt, die du eigentlich nicht haben wolltest, dann kannst du heute anfangen, Dinge neu zu bestellen. Und zwar auch präzise bestellen. Erlaub dir auch, präzise zu bestellen. Wie im Restaurant, da bestellst du ja auch nicht eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise, sondern du bestellst zur Vorspeise, keine Ahnung, ein Tomatensüppchen mit einer Creme Fraiche-Haube. Zur Hauptspeise bestellst du dir veganes Sushi und zur Nachspeise noch ein Belgian Vanilleeis mit ein paar heißen Himbeeren zum Beispiel. So präzise bestellst du im Universum, im Restaurant. Und so präzise darfst du auch bei der Universumskellnerin bestellen. Die liefert dir. Warum sage ich das auch so vehement? Schau mal, wir alle kommen doch aus der gleichen Quelle. Also mir ist noch niemand begegnet, der irgendwie vom UFO hier abgesetzt wurde oder keine Ahnung, vom Himmel gefallen ist, wie auch immer. Wir kommen doch alle aus der gleichen Quelle. Wir haben alle irgendwann mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt. Jeder von uns. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und was lässt dich bis eben glauben oder denken oder die Geschichte erzählen, dass andere das können, du aber nicht? Oder dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist?
Oder dass du erst noch, wenn dann Geschichten dir erzählen musst oder darfst. Es ist immer eine Wahl. Wie willst du es haben? Wie willst du es ab heute haben? Und wie wäre es, wenn du dich dem Gedanken öffnest, ab heute, heute ist der erste Tag von dem Leben, wie ich es wirklich gerne hätte. Und wenn wir jetzt nur, schau mal, wir sind in einer so schnelllebigen Zeit angekommen, selbst wenn ich zurückdenke, das Jahr hier hat gefühlt erst angefangen, wir haben schon Oktober. Im Grunde genommen neigt das Jahr sich schon wieder dem Ende zu. Wo möchtest du am 31.12. dieses Jahres stehen? Wie willst du zurückblicken auf dein Leben? Willst du zurückblicken? Das sind alles Dinge, Fragen, die ich mir auch mal gestellt habe. Will ich zurückblicken und sagen, naja, Anfang des Jahres habe ich mir zwar vorgenommen, was in meinem Leben zu ändern, und da habe ich das und das gemacht, das hat nicht funktioniert und naja, jetzt gucken wir mal, irgendwie wird es schon weitergehen und nächstes Jahr dann so auf ein neues, nehme ich mir mal neue Dinge vor, ich habe da jetzt so ein bisschen nochmal was gelesen und dann probiere ich halt das mal nochmal aus und dann mache ich noch erst das und das und das, hat mich jahrelang auch nicht weiterbringen lassen. Du darfst dir ganz klar mal auch die Frage stellen, auch dazu würde ich dich gerne einladen. 31.12.2021, wie möchtest du auf das Jahr zurückblicken? So wie ich es eben so ein bisschen flapsig von mir gegeben habe, wenn dich das antriggert, dann gratuliere ich dir auch dazu, weil dann schreit es umso tiefer in dir, jetzt änder doch bitte was in deinem Leben. Weil dann stößt es auf Resonanz auch in dir, wenn es dich antriggert, was ich hier auch so von mir gebe. Und du kannst nur die Dinge wahrnehmen, sehen, auch in anderen, die auch in dir verborgen sind. Deshalb darfst du dir auch dazu gratulieren, dich dafür anerkennen oder lass dich von mir dazu anerkennen. Das ist das sicherste Zeichen, dass viel, viel mehr Potenzial in dir ist, als du dir bis eben erlaubst zu sehen, erlaubst zu leben. Okay, also, du kannst jederzeit neu wählen. Wie willst du künftig es haben? Wie willst du auf dieses Jahr 2021 zurückblicken? Wie willst du auf 2022 blicken, weil du schon hier jetzt den Grundstein heute zum Beispiel gelegt hast? Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du auch schon in deinem früheren Leben, als du so etwa 12 Monate warst, umgesetzt hast. Ganz wichtige Regel, ich stehe auf, wenn ich hinfalle. Du bist, als du gemerkt hast, das Umfeld, das läuft irgendwie auf 2 Füßen rum, will ich auch, bist du hunderte Male, aber tausende Male hingefallen, hast geweint, manchmal haben die Knie sogar geblutet, aber du bist immer wieder aufgestanden und hast es probiert. Das ist der Grund, warum wir heute alle auf 2 Beinen stehen und aufrecht gehen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Erzähl dir nicht weiter die Geschichte, Einladung an dich. Ich habe schon so viel probiert, ich habe schon so viel investiert, jetzt muss ich das alles wissen, jetzt setze ich das erstmal alles alleine um. Kann man machen, muss man aber nicht, wenn man schneller dort ankommen möchte, wo man eigentlich hin will und nicht noch weiter Lebenszeit verlieren möchte. Zum Beispiel, wie willst du es haben? Und da geht es natürlich auch darum, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du dir selbst auch vertrauen darfst. Dass du beginnst, wieder das Urvertrauen ins Leben, ins Universum, in das alles, was ist, auszugraben, dass das Leben immer an deiner Seite ist, und zwar wohlwollend. Darf ich dich dem Gedanken, darf ich dich einladen, dem Gedanken zu öffnen, dass das Leben keine harte Schule ist, sondern dass das Leben ein Wunschkonzert ist. Wie will ich es haben? Dass das Leben ein Ponyhof ist,
Wie will ich es haben? Dass du dir eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität auch aneignen möchtest, auch wenn dein System jetzt noch rebelliert. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Heißt das, dass es darum geht, Regeln zu brechen? Nein. Es geht darum, diese wundersamen Dinge geschehen zu lassen, wie du es haben möchtest. Und das Universum wird liefern. Schau mal, also heute Morgen habe ich mich nicht nur für meinen Körper, für mein Leben und alles Mögliche bedankt, sondern auch für meine Ohren. Wir hatten gestern so uns einen wunderschönen Tag gestaltet, waren erstmal Sonnenaufgang, hier so an solche Felsformationen im Meer, am Meer, haben wir uns erstmal Sonnenaufgang angeschaut, dann waren wir noch ein bisschen frühstücken, dann kleines Päuschen, Mittagsschläfchen gehalten, dann waren wir mit dem Segelboot unterwegs, haben also gestern Abend, das war hier ein Farbenspiel am Himmel, wie in Tausend und einer Nacht, so diese Abendröte, dann oben schon der dunkle Himmel, dann die Mondsichel, in der Mondsichel war ein Stern, also das war sensationell, ich habe zwar ein paar Fotos gemacht, aber auf dem Foto kommt das lange nicht so rüber, wie diese Energie, die da gestern Abend geherrscht hat. Dieses sensationelle Farbenspiel am Himmel. Also wir waren alle begeistert, die da auf dem Segelboot waren. Und wir haben alle schon etliche Sonnenuntergänge auch hier auf Zypern erlebt. Aber gestern, der war einfach mega oberhammermäßig sensationell. So, und dann gab es gestern Abend noch ein bisschen Party und Partystimmung. Als wir da auf dem Weg zum Auto waren, wir haben alle drei gesagt, wow, was ist mit unseren Ohren los? Ich kann das gar nicht beschreiben, wie es war. Keine Ahnung. Ich habe mich nur bei meinen Ohren entschuldigt und habe gesagt, das tue ich euch so schnell nie wieder an. Und als ich heute Morgen dann wach geworden bin und gemerkt habe, okay, ich höre wieder normal, meine Stimme hört sich auch wieder normal an. Ja. Worauf will ich hinaus? Schau mal. Wir alle haben diesen wundersamen Körper. In Wahrheit, oder die Wahrheit ist, wir sind nicht dieser Körper. Wir sind alle unendlich große Wesen. Wir sind alle unendlich große Energiewesen, die diesen Körper haben. Und was für einen wundersamen Körper haben wir, der Augen hat, der sehen kann, der Farben sehen kann, der einen wunderbaren Sonnenaufgang und einen wunderbaren Sonnenuntergang sehen kann, der Ohren hat, der hören kann, der einen Mund hat, der sprechen kann. Was für ein Wunder ist es, wenn ich jetzt den Impuls bekomme, Wasser zu trinken, dass ich das schaffe, dieses Glas zu holen, an den Mund zu führen, zu schlucken und dass alle Zellen und Organe ganz genau wissen, was mit dem Wasser zu machen ist, wie die Nährstoffe daraus gezogen werden, wie die Nährstoffe aus dem Essen herausgezogen werden, wie der Körper das verarbeitet. Was für ein wundersames Zusammenspiel ist das? Was lässt dich bis eben glauben, wo du doch ein Wunderwerk dieser Natur bist, dass du keine Wunder in deinem Leben erschaffen kannst? Darf ich dich dazu einladen, dich auch dem Gedanken mal zu öffnen, was für eine wunderbare Frau, was für ein wunderbarer Mann du bist. Und dich auch gleichzeitig dazu einladen, dich von dem Gedanken zu öffnen, dich von dem Gedanken zu verabschieden, dass du keine Wunder erschaffen kannst, sondern dass es eine Wahl ist, wie du es künftig haben möchtest. Okay. Und im Hinblick auf das wunderbare Wesen, von dem ich gerade gesprochen habe, nichts und niemand, darf ich dich auch dazu einladen, nichts und niemand in deinem Leben kann größer und mächtiger sein als du selbst. Es sei denn, du lässt es zu. Nur du bist der Schöpfer bzw. die Schöpferin
deiner Lebenswirklichkeit. Ich habe mir früher auch die Geschichte erzählt, ich muss doch halt ins Büro, um Summe X am Monatsende auf dem Konto zu haben. Hat morgens jemand bei mir in der Küche gestanden, mir die Pistole an den Kopf gesetzt, du fährst jetzt dahin? Nein, es war meine eigene Entscheidung. Und da gehe ich mal von aus, dass auch in deinem Umfeld niemand ist, der dir die Pistole metaphorisch gesprochen an den Kopf hält und sagst, du machst das jetzt so und so. Es ist immer unsere eigene Entscheidung, es ist immer unsere eigene Wahl. Wie willst du es haben? Nächste Regel, nächste goldene Regel, nächster Punkt. Erlaub dir, dich deinem wahren Potenzial zu öffnen, deine Einzigartigkeit zu erkennen und deine Schöpferkraft so auch in Besitz zu nehmen, die definitiv in dir verborgen ist. Weil niemand anderes erschafft sich deine Lebenswirklichkeit. In allen Bereichen. Beruflich, privat, gesundheitlich, finanziell, in allen Bereichen. Niemand anderes erschafft sich deine Lebenswirklichkeit, außer du selbst. Als ich das zum ersten Mal gehört hatte, das war eine harte, wie sagt man, harter Tobak für mich, weil ich dachte, okay, das soll ich mir alles selbst kreiert haben? Ja. Das Gute daran ist, wenn ich mir das erschaffen habe, wie kreativ war ich unterwegs, um diese Situation mir erschaffen zu haben, was wähle ich jetzt neu? Was wähle ich jetzt anders? Wie handle ich jetzt anders? Wie denke ich jetzt anders, damit ich da ankomme, wo ich wirklich hin möchte? Eigentlich so einfach. Und doch so schwer. Warum? Weil wir uns selbst im Weg stehen, weil wir uns diese Wenn-Dann-Geschichten erzählen. Welche Wenn-Dann-Geschichte auch immer, die führt uns niemals zum Ziel. Und es führen auch uns niemals zum Ziel Fragen wie, warum war das so, warum ist das so, warum ist das so, kriegen wir keine gescheite Antwort drauf. Fragen stellen ist wunderbar, aber Fragen stellen, die keine Schlussfolgerungen haben und die vor allem das Feld der Möglichkeiten öffnen, wie zum Beispiel, wie kann es jetzt möglich sein? Wie kann es möglich sein jetzt für mich, am 31.12.2021 zurückzublicken und zu sagen, yes, am Anfang des Jahres habe ich mir das vorgenommen, da habe ich mal noch ein paar Schleifen gedreht, aber Anfang Oktober habe ich dann endlich die Kurve gekriegt und jetzt habe ich so einen sensationellen Quantensprung in diesem Jahr noch, die letzten 10 Wochen gemacht und jetzt starte ich erst recht durch 2022. Und dieses Traumleben, von dem du bis eben träumst oder das du dir ab heute erlaubst zu träumen, das kann viel, viel schneller für dich zur Lebenswirklichkeit noch werden, als du es dir bis eben vorstellen kannst. Und nochmal eine letzte Rückenstärkung, auch durch dich, auch ein Satz, den du gerne dir aufnehmen kannst als neuen Glaubenssatz. Der ist auch so 2015, 2016 in mein Bewusstsein gekommen. Durch dich, formulier es für dich in der Ich-Form, fließt kosmische Energie von gigantischem Ausmaß und nutze diese kosmische Energie für ein Leben nach deinem Seelenplan und folge dem Ruf deiner Seele. Durch dich, wie für durch jeden von uns, fließt kosmische Energie von gigantischem Ausmaß und ich nutze diese kosmische Energie und folge dem Ruf meiner Seele. Ihr Lieben, du hörst jetzt wahrscheinlich zum allerersten Mal, dass du die Möglichkeit hast, dich auch in ein Formular einzutragen, uns mitzuteilen,
was dir bis eben noch fehlt, um wirklich dem Ruf deiner Seele zu folgen, deinen Seelenplan zu entdecken, poste ich dir jetzt gleich noch hier in der Nähe von dem Video rein. Klick da drauf, trag dich ein, lass uns gerne auch unter vier Augen sprechen, nach den Möglichkeiten, die du jetzt hast, um am Ende des Jahres wirklich zurückzublicken und zu sagen, yes, ich habe dieses Jahr den Quantensprung gemacht, ich bin meiner Seele gefolgt und es sind so viele wundersame Dinge geschehen. In diesem Sinne, klick auf den Link, trag dich ein und wisse, du bist wunderbar, du bist einzigartig, es ist so, so, so viel mehr für dich möglich, als das, was du bis eben für möglich gehalten hast. Und das ist auch das Thema, warum du überhaupt mal hier auf die Erde gekommen bist. Das Leben hält so viel gerade jetzt für dich bereit. Ciao, ciao.